Willkommen bei Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und auch heute wollen wir uns wieder eine ganz spezifische Anlagestrategie anschauen. Heute geht es um das globale Marktportfolio. Geht man nach der reinen Kapitalmarkttheorie, müsste man in den gesamten Markt investieren und zwar wertgewichtet. Das ist gar nicht so einfach und das monieren natürlich auch Kritiker sofort, denn in viele Immobilien kann ich gar nicht direkt investieren. Briefmarkensammlungen, Juwelen, Häuser, was es da alles gibt. Aber vielleicht kann ich ja sozusagen global in den investierbaren Markt investieren und zwar wertgewichtet. Und genau das ist das globale Marktportfolio. Die Frage ist jetzt allerdings, wie sieht das aus? Und drei Herren haben 2012 da mal eine Veröffentlichung dazu gemacht und das berechnet, Duswijk, Lamm und Swinkels. Und tatsächlich kann man auch Fonds kaufen zum globalen Marktportfolio. Wie sieht dieses globale Marktportfolio aus? Die Credit Suisse hat das mal versucht anzunähern und diese Zahlen möchte ich heute hier verwenden. Es besteht im Wesentlichen, vereinfacht gesprochen, aus nur zwei Anlageklassen in diesem Fall, nämlich Aktien und Anleihen. Sie werden sich wundern, der größere Teil geht in Anleihen, weil es einfach der größere Markt ist, nämlich 59% und nur 41% werden in Aktien investiert. Folgt man der Credit Suisse, muss man das noch weiter differenzieren. Die Aktien werden differenziert nach Entwicklungsmärkten und Reifenmärkten. Die Reifenmärkte sind größer, bekommen von den 41% 32%, 9% gehen in die Emerging Markets. Die Anleihen müssen zunächst differenziert werden ebenfalls, und zwar nach Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Die Unternehmensanleihen machen etwas mehr aus, kriegen 31%, die Staatsanleihen 28% von den 59% gesamtheitlich in den Anleihen. Auch hier jetzt noch eine weitere Differenzierung und in der dritten Ebene sehen wir, dass die Unternehmensanleihen nochmal gesplittet werden, wieder in entwickelte Märkte 31% und in Schwellenmärkte mit 4%. Ähnlich auch bei den Staatsanleihen, entwickelte Märkte hier 24% und Schwellenmärkte mit 4%. Wie hat sich nun das globale Marktportfolio in den letzten Jahren entwickelt? Auch hier hat mir Bain Faber wieder die historischen Daten aufbereitet und Risiko und Renditen berechnet. Zu welchem Schluss kommt er? In Bezug auf die Rendite hat das globale Marktportfolio mit 9,9% jährlicher Entwicklung nur unwesentlich weniger performt als eine Aktienanlage mit 10,2%. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, zumal es einen signifikanten Anteil von Renten im globalen Marktportfolio gibt. Hypothese ist, dass wir natürlich insbesondere in den letzten 20 Jahren dauernd stetig sinkende Zinsen hatten. Diese sinkenden Zinsen führen zur Steigerung der Werte der Renten, die performten sozusagen dann besser und so ist der geringe Unterschied gegebenenfalls zu erklären. Will aber auch heißen, dass das langfristig genau anders aussehen kann, wenn man wieder in steigende Zinstendenzen kommt. Der Vorteil ist aber, dass sich hier auf der Risikoseite nur ungefähr die Hälfte des Risikos mit 8,5% im globalen Marktportfolio im Vergleich zum Aktienportfolio abzeichnete, welches mit 15,6% Volatilität zu Buche schlug. Das Gleiche mit dem Risiko, nämlich auch wieder ungefähr die Hälfte des Risikos des Marktportfolios, sieht man im Maximum Drawdown. Hier hatte das Marktportfolio ungefähr 27% Maximum Drawdown und das gesamte Aktienportfolio ungefähr 51% Max Drawdown, also signifikant risikoreicher. Wie bewerten wir das? Erstens, es ist das durchschnittliche Portfolio im investierbaren Markt. Der größte investierbare Markt ist in Amerika, das heißt, man hat ganz natürlich ein starkes Gewicht in Amerika und nicht in Europa. Das zweite ist ein Vorteil, dadurch, dass man alles berücksichtigt hat, muss man nie rebalancieren. Die Wertentwicklung spiegelt automatisch die Umschichtung wider. Und das dritte ist, es ist relativ schwierig, die Gewichte festzustellen, so dass es für einen Privatanleger schwer ist, dieses Portfolio selbst zu machen. Andererseits, Banken haben so etwas im Angebot, man kann es am Markt kaufen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Besuchen Sie uns auch auf www.portfolio-live.de. Melden Sie sich für den Newsletter an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich. Und denken Sie daran, Geld ist auch nicht alles.
Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.